Peace, Leute, was geht ab? Kevin. Ich bin's Marvin. Und heute werden wir für 24 Stunden nur mit einem Euro auskommen müssen. Yes. Mal sehr interessant zu sehen, wer besser damit klarkommt, nur mit einem Euro zu leben. Wer hat mehr Schwierigkeiten? Und ja, wir werden den ganzen Alltag durchleben mit einem Euro pro Person. Und damit müssen wir 24 Stunden lang überleben. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen oder nicht, ob es easy ist oder nicht. Bin auch mal gespannt. Also wir gehen auch noch trainieren und so und genau. Das wird dann sehr hart, weil nach dem Training, man hat Durst, man braucht ein bisschen Eiweiß. Und ich würde sagen, also ich frühstücke einfach gar nicht, damit ich mir ein bisschen Geld spare. Ja, ich gehe auch auf leeren Magen trainieren. Das ist auch meine Taktik. Ja. Da geht schon mal los. Dafür kann man dann vielleicht ein bisschen besser Mittagessen und ja, Abendessen. Und auf jeden Fall günstige, ja, relativ fitnesshafte Snacks besorgen müssen. Also wird interessant, was wir im Einkaufsladen so finden werden. Ja. Vielleicht auch sogar einen Zwischensnack. Ja. Mal schauen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ja. Und ja, ich würde sagen, Daumen hoch für mehr so Challenges, für 24-Stunden-Challenges. Und dann starten wir den Tag einfach mal. Genau, steht heute viel an. Fitness, vorher noch einkaufen, ein paar Sachen erledigen. Und mal schauen, was wir so Schönes kaufen werden mit unserem Lego. Oh, Leute, ist richtig geiles Wetter. Du musst noch Post abholen. Genau, ich muss noch ein Paket abholen. Und da ist auch direkt so ein kleiner Kiosk drin. So ein Wassereis, ein günstiges für 10 Cent. Oder wie teuer ist ein Wassereis? 10 Cent, glaube ich. Mal gucken. Ist mal echt gucken. Warm, wäre jetzt echt geil. Eine kleine Abkühlung, ey, brauchen wir jetzt auf jeden Mal gucken, ob es da was gibt. Ja, was Günstiges. Schauen wir mal. So, zwei Wasser ist sogar aufgeschmissen. Geholt. Wie teuer war das? Also, ich habe ja jetzt, wir müssen jetzt direkt wieder hier das du Geld aus. 1 Euro gegeben. 1 Euro bezahlt. Ich habe jetzt 60 Cent zurückbekommen. Oh, 20 das heißt, Cent ein Eis. 20, ich kriege jetzt von den 20 Cent. Leute, ich kenne noch die Zeiten, wo 10 Cent ein Eis. Ja. Ich dachte 10 Cent, ey. Die Zeiten haben es geändert. Ist mal alleine. Genau. Ist mal alleine. Ich muss echt sagen, das war echt eigenartig. Normalerweise würde ich sagen, beim Euro stimmt so. Aber es war. Ja. Yeah. Um die Challenge. Genau, genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal ein bisschen in einem Park. Krass, also 20 Cent pro Eis. Das heißt, jeder hat nur noch 80 Cent. Jeder hat nur noch 80 Cent. Aber du hast sie gekauft. Vielleicht hast du auch nur noch 60 Cent. Nein, Spaß, komm, sind wir nicht so. Ich hab auch Bock. Das heißt, ich hab von dir noch 20 Cent gut, ne? Ja, also jeder hat 80 Cent nur noch. Boah, das Geld geht so schnell weg, ne? Kinder haben ein hartes Leben in der heutigen Welt, ne? Ja. 20 Cent für ein Wassereis, also früher war 10 Cent, ne? Harte Zeiten. Ja, Mann. Ja, wir chillen jetzt noch ein bisschen draußen. Das ist geiles Wetter. Ey, boah, ich bin schon lange schon auf dieser Wippe. Und davon mal wieder einen Rückwärtsseite ziehen. Oh. Boah, brauchst du ja auch zu. Oh, lang nicht mehr gemacht. Lang nicht mehr gemacht. Aber eigentlich müsste ich können. Komm Eier, ey. Einfach Eier. Schmeckt voll lecker. Ja, Mann. Voll erfrischend, ne? Ein komisches Gefühl, schon lange keinen mehr gezogen. Leute, ihr müsst in den Kommentaren schreiben, wer besser den gemacht hat. Wer hat den besseren Rückwärtsseite gemacht? Ja. Einfach von hier. Mit Wassereis in der Hand, aber. Lass die Tasche hier, leg die da hin einfach. Leg das Geld da drauf. Ich muss mein Handy auch da hinlegen. Leute, ich hoffe, kein Vogel kommt und nimmt mir das jetzt weg. Sonst sind wir pleite. Oh ja. Du bist pleite, das ist dein Geld. Ich hab noch meinen Euro. Aber 20 Cent habe ich immer noch offen, ja, mein Freund. Ja, okay. Boah. Ich hatte nicht so geile Schuhe an. Ich glaube, ich bleib hängen. Nein. Ich schaff's schon. Boah, das war die geile Federung, Mann. Das ist gut? Mit in der Hand so? Okay, Leute, ihr müsst Kommentare schreiben. Ja, mit in der Hand. Wer macht den besseren? Dann noch im Mund. Im Mund? Okay, wie du willst. Jo. Krass. Okay. So, jetzt bist du dran, schon dran. Ne? Ich hab es so, oh mein Gott, ich hab gar nicht so Trauer. Babbel nicht, Marvin, hoch mit dir. Ich gönn mir mal ein Stückchen. Ist das schwer? Einfach. Einfach federn und den Backflip ziehen. Ich hab Angst. Boah, ich kann gar nicht reden mit Eis im Mund. Ich hab Angst. Sieht man dir an. Wow! Perfekt! Oh! Nein! Alter! Nein! Ist ja voller Sand! Oh mein Gott! Warum aus? Nein! 20 Cent sind in den Bach runter für dich gegangen. Ey, Mann! Es kann jetzt auch kein neues, sonst ist es teuer. Mir schmeckt es übrigens besonders gut. Ja, gib mal. Was? Hey! Ist das dein Ernst? Komm her! Gib mal! So Leute, wir sind jetzt einkaufen. Und ich habe so ein bisschen an eine Reiswaffel gedacht, aber nicht mehr die kann ich mir leisten. Die sind schon 1 Euro. Maiswaffeln zum Beispiel, oh, die sind so 1,90 Euro. Also selbst das kann man nicht mehr. Ja, wir haben nur 80 Cent, wir müssen echt gucken, was wir uns kaufen können. Es muss günstig sein und... Und voll ja. Satt machen, ne? Und satt machen, ne? Weil wir haben noch ein Training für uns. Dann ich habe eigentlich Bock auf Nudeln oder so heute. Oh, ja. Ich muss mal gucken, günstige Nudeln. Reis könnte auch günstig sein. Ja. Das könnte auch günstig sein. Chips, kann man sich Chips gönnen oder nicht? Ja.
Oh, 80 Cent, die könnte ich essen, heute dann nichts mehr. Nicht allzu viel, mit Fitness zu tun, schwierig. Ja, schwierig, schwierig, Leute. Wir sind ja hier auf Diät unterwegs, ihr wisst Bescheid. Das hier passt schon eher ins Budget, 49 okay. Cent. Aber sind nicht viele. Das ist ja auch nur eine Tüte möglich. Ja, ne? Boah, ne. Diese normalen Nudeln. Normale Nudeln, ja, genau. Selbst Reis ist viel zu teuer. Reis, oh mein Gott. Ich dachte, das wäre so ein gibt doch günstigen, oder? Ja, aber irgendwie hier nicht, ne? Gibt es nicht günstigen Reis? Also hier. Warte, hier ist was. Aha. Oh. 70 Cent. Ist jetzt der da kannst du aber nur Reis essen. Aber vielleicht würde ich halt eher Nudeln, weil das ist 1 Euro, Alter. Alter. Ich guck mir mal die Nudeln oh mein jetzt Gott, an. Ne? Mal gucken, Nudeln. So, was haben wir hier? Also 1,39 Euro, schon mal teuer. Wir müssen diese günstigen Sachen gucken. Okay, hier 99 Cent. Oh, 69 oh, Cent. Oh, 70 Cent, das ist gut. Oh, 49 Cent. Oh mein Gott. Nice. Und bei den Yam-Yam-Nudeln war ja das Ding, die sind halt kleiner. Guck mal, wie viel du hier 45 hast. 45 Cent. Okay, okay. Oh mein Gott. Und das Ding ist, guck mal, selbst wenn wir Hälfte-Hälfte machen, hätte man sogar 250 Cent. Das können wir sogar beide essen. Eigentlich. Das könnten wir echt beide essen. Das wären dann 22,50 Cent. So, wir haben jetzt kurz mal durchgerechnet. Jeder von uns hat noch 57,5 Cent ja. Minus, also die Wassereisse und die Nudeln jetzt hier. Ja. Das heißt, ich kann mir also mit meinen 57,50 Cent eine passierte Tomatensoße gönnen, damit die Nudeln lecker schmecken. Mhm. Jetzt hier 39. Das heißt, du hast noch 18 Cent und 50 Cent. Also 18 Cent. Vielleicht ja. Reicht's für eine Möhre oder so. Ach du Heilige. Okay, ich guck mal Magerquark, was da so geht. So viel Cent habe ich noch. Ein Magerquark für das Eiweiß kostet 54. Das heißt minus. Dann bist du genau weg, ne? 54, dann habe ich noch 3,5 Cent. Also dann kann ich nichts anfangen. Da kannst du nicht mal, kriegst nicht mal beim Bütchen was. Ja, dann habe ich wenigstens Nudeln und Eiweiß. Ja. Ich habe Nudeln und Tomatensoße und Geschmack. Mir fehlt leider das Eiweiß. Ich hoffe, ich werde satt den ganzen Tag. Ja. Aber wir gehen ja noch trainieren und so, dann findet man ein bisschen Zeit dabei. Und Leute, ich habe mal vor, meine 18 Cent auszunutzen. Deine 18 Cent? Vielleicht kriege ich eine Karotte oder so. Okay, komm. Leute, das ist die Ausbeute für 18 Cent. Mit dieser Möhre werden wir jetzt zur Kasse gehen und dann. Ja, werde ich mir heute schmecken lassen, ne? Gönne. Also, Nudeln, Tomatensoße und genau. Eine geile Möhre. Das hier ist unsere Ausbeutung. Also, sehr, sehr mager. Ja, Mann, aber wir versuchen die Gains zu safe. Ja. So, 1,40 hat es gekostet. Die Möhre war doch nur 2 Cent. Okay, Leute, ich hatte ja nur noch 3 Cent. Und du hattest jetzt noch... Ich hatte 18 und jetzt mit der Möhre 2 Cent habe ich 16 Cent. Mhm. Ein paar gequetschte. Aber ja, das heißt... Ja, damit kann man eigentlich eh nichts mehr holen. Nee, also ich habe jetzt eine vollwertige Mahlzeit, das reicht mir. Und es ist auch mal interessant, dass 16 Cent übrig geblieben sind bei mir. Ja. Und ja, du hast 3 Cent, hast aber auch dein Eiweiß, deine Kohlenhydrate, aber sehr trocken. Du isst einfach nur trockene Nudeln. Mm. Mit meiner Tomatensauce kriegst du nichts, denn die habe ich mir gekauft. Ich hoffe, das wird mich nachher satt halten, auf jeden Fall. Ja, ja. Wir gehen jetzt gleich noch ins Gym, vertreiben uns da die Zeit. Dann fahren wir jetzt erstmal nach Hause, chillen ein bisschen und dann geht's nachher ins Gym. Und ja, und dann später abends wird gekocht. Ja. Und ich hoffe, es wird schmecken. So Leute, für uns geht es jetzt zum Fitness. Und damit ich mir kein Getränk holen muss, fülle ich jetzt diese Wasserflasche mit Leitungswasser auf. Damit ich schön Geld spare, gehen wir mal zum Wasserhahn und gönnen uns ein bisschen Wasser. Leute, hier ist schön kaltes Wasser, weil es ist sehr warm. Gönnen wir uns komplett voll, damit wir Geld sparen. Zack. So, haben wir unser Wasser. Was machst du hier, Junge? Das gleiche werde ich natürlich auch machen. Oh, wow. Keine Wahl. Wasser ist das einzige Getränk. Warum gebe ich dir den Tipp überhaupt, ey? Aber ich werde auch noch kommen. Keine Sorge. Ja, ja, ja. Okay, ab ins Gym. Leute, frisch vom Training. Und wir haben was entdeckt und zwar haben wir noch eine Investition, wo wir unsere 20 Cent investieren können. Wir haben jetzt zusammengelegt, ne? Wir haben jetzt 20 Cent, oder? Genau. Und ja. 20 Cent, das 50 Cent, 20 Cent und 1 Euro. Und was sollen wir nehmen? Das oder das? Warte, das sind beides Knallbomben. Das ist Big Bubble, das sind Kaugummis. Sollen wir uns einen Big Bubble? Komm, nimm Klingt Big spannender. Bubble. Ah, kann eh nur einer essen, dann gönn ich dir, komm. Gönnst du mir den? Ja, komm. Oh, nett von dir. Gucken, ob das rauskommt überhaupt. Okay, 20 Cent jetzt hier. Okay, zum rein. Gucken, ob das geht. Und, ich hoffe, es ist noch in Betrieb. Oh, oh mein Gott. Kindheitsgefühle. Einfach so kommt das raus. Sieht ein bisschen abgeranzt aus, Mensch. Also ich würde es eigentlich nicht essen. Ist da irgendwie Regen und so reingekommen? Ey, komm, das ist... Was? Als Strafe. Strafe?
Strafe. Als Strafe für ein Video können wir das essen übrigens. Dann kannst du es aufbewahren. Wir bewahren das auf, Leute. Ich will jetzt hier nicht mich abquälen, ne? Ich glaube, da sind viele Bakterien. Ja, das sieht echt nicht gut aus, Mann. Also, ich meine, es ist ein normales Knallbonbon und sieht ein bisschen angejizzt aus. Die waren für die Katzi 20 Cent, aber... Ja, wir behalten das. Vielleicht mal für eine Strafe, ne? Ja. Leute, frisch nach dem Training gibt's jetzt meine erste Mahlzeit. Und zwar... dieser nach nichts schmeckende Magerquark. Leute, eigentlich sollte der mich lange satt halten. Und der hält auch eigentlich satt. Quark hält gut satt, das ist das Gute. Und hat gut Eiweiß, aber schmeckt halt nach nichts. Und ja, den gönne ich mir jetzt. Einen fetten Löffel hier, Leute. Boah. Und rein damit. Hm. Geht sogar fit, Leute. So Leute, es ist Zeit für Abendessen. Ich habe übertrieben Hunger. Wir haben auch schon gleich 11 Uhr. Und Leute, die Nudeln sind hier am Start. Wir gönnen uns alles. Ich mache jetzt einfach auch für Kelvin rein. Hier ist das Wasser, 500 Gramm Nudeln. Ich hoffe, das wird reichen. So. Rein damit. 10 Minuten kochen lassen, dann sind die fertig und ja, ich darf nichts dazu essen, weil ja, ich habe nichts mehr. Und ja, Kelvin kann sich das hier noch machen, diese Tomatensauce und Möhre. Vielleicht gibt ihr mir was von der Tomatensauce ab, das wäre auf jeden Fall nice. Und ja, dann wird gleich schön gegessen. So, Abendmahl. Meine Nudeln. Meine Nudeln. Aber bei dir sind nur die Nudeln, bei mir noch Tomatensoße. Kannst du mir eigentlich was abgeben, wenn du jetzt... Ein richtiger Flex jetzt so eine Tomatensoße hier, ne? Probieren wir mal, ob die so schmecken. Mhm. Theoretisch könnte ich dir was abgeben. Boah, da fehlt auf jeden Fall Soße. Freunde, wir machen es richtig. Tomatensoße kommt rüber. Leider keine Gewürze, aber die ist ja schon gut salzig, glaube ich. Soll ich mal nicht so sein? Was meint ihr? Soll ich so richtig hart die Challenge durchziehen oder gar nichts abgeben? Nimm noch ein paar Bissen. Nimm noch mal. Oh, ich muss noch eine Gabel holen. Was meinst du, was du? Stopp! Zeig erst mal, wie es dir so schmeckt. Ja, ein bisschen trocken. Da fehlt auf jeden Fall was. Das Krasse ist, wir haben sogar noch Nudeln übrig. Also mit Nudeln kommt man übertrieben gut hin. Man kann auskommen, ne? Aber wir haben das Frühstück weggelassen. Mit Frühstück wäre kritisch gewesen. Oh ja. Also man kann sich eigentlich nur Mittagessen. Ja, nur so auf Masse, so dieses, so einen fetten Beutel Nudeln halt, ne? Genau, oder halt Abendessen holen. Ansonsten mit 1 Euro auszukommen pro Tag ist echt schwer. Aber es ist möglich. Bin ja kein Unmensch, ne? Oh, danke schön. Aber, ach, ich hab ja noch mal eine Karotte. Ein paar Vitamine. Allein wenn ich die Schäle ist schon die Hälfte von dem Ding weg. Was denn? Schmeckt ja gar nicht, diese Soße. Hä? Ach so, ja, ich find's besser als... Das sind passierte Tomaten. Ja? Jetzt schmecken die ekelhafter. Die Nudeln schmecken jetzt schlechter? Ich brauche Salz oder so jetzt. Salz. Dürfen wir nicht. Wie? Oh, Salz kostet Geld. Oh. Ja, ja. Hast du noch Geld? Nein. Ja, jetzt hier ist ohne Soße genommen. Du hast sie versaut. So undankbar. Ich gebe dir was ab und dann das Bein jetzt rum. Hätte ich dir nichts abgegeben. Ja, die... Schlechtes Gewissen ist heute rum. Was geht eigentlich? Irgendwie hat das was, aber das schmeckt so bitter. Das schmeckt einfach bitter. Aber es geht. Das ist von meiner... Karotte übrig, nachdem ich sie geschält habe. Ganz wegen ein paar Vitamine. Wenn man will, kann man mit 1 Euro rauskommen. Pro Tag. Also man muss nicht verhungern mit 1 Euro. Das sind einfach 4 Pfandflaschen. Mhm. Okay, wenn du jetzt bedenkst, wenn du keine Wohnung hast, kannst du nicht kochen. So ganz hart. Hart auf hart. Da kannst du fast nur Haferflocken essen. Mhm. Okay. Vielleicht mit Leitungswasser die aufmatschen und die reinziehen. Also weil Nudeln kannst du ja nicht kochen. Wenn du jetzt nichts hast, nur diesen Euro. Irgendwo draußen ist bestimmt auch eine Steckdose. Okay, Konservendosen. Da haben wir noch nicht geguckt. In der genau, so Konserven oder so. Also okay, musst du aber auch aufmachen. Okay, es gibt immer irgendwas zum Aufmachen. Mhm. Auch so ein Wasserkochen bestimmt gibt es irgendwas. Aber ja, ist schon hart. Ist schon, also man kann nicht lecker essen auf jeden Fall. Ja, das ist alles sehr, sehr... Aber nein, Gewürz jetzt. Der Genuss bleibt auf der Strecke. Man kann überleben, nur der Genuss bleibt auf der Strecke. Mhm. Aber ja, ich bin eigentlich gut satt gewesen heute, die ganze Zeit. Also ja, ich kann mich jetzt auch nicht beklagen. Jetzt, weil wir auch trainiert haben und so. Mhm. Ich will jetzt so schön den Bauch mit Nudeln vollhauen. Ja. Und dann wird geschlafen. Ja.
Haben wir den Tag geschafft? Genau, ist ja eh schon spät. Wir sagen, wir grüßen noch zwei Leute, die die Glocke aktiviert haben und uns auf Instagram folgen. Und noch schöne Grüße an Anna und It's Flex. Gebt uns hier auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch uns gegrüßt werden wollt, das einmal machen und dann uns beiden auf Instagram folgen. Einmal Marfit und ihr Calvin Fitti. Und dort bei uns jeweils pro Account das neueste Bild liken und Hashtag Glocke aktiv kommentieren. Und dann habt ihr die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Yes. Ansonsten, Leute, würde ich noch sagen, bis zum nächsten Video. Peace.